Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf weplayhandball.de. Der Wave Lightning Z4 ist das Top-Speed-Modell in der Volleyball-Range bei Mizuno. Ob der Schuh auch für Handballer taugt und wenn ja, wie gut, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Der Wave Lightning ist einer der Dauerbrenner im Programm von Mizuno, ein klassischer Volleyballschuh, der allerdings auch von vielen Handballern getragen wird. Warum er so beliebt ist? Schaut euch das an. Der Z4 besticht erstmal dadurch, dass er im Gegensatz zu seinem Vorgänger relativ leicht im Upper geworden ist. Ja? Also das Upper ist deutlich flexibler geworden, nicht mehr ganz so steif, auch nicht mehr ganz so klobig. Der Wave Lightning war zwar immer schon ein leichter Speedschuh, aber das macht ihn wirklich noch ein Stückchen agiler und noch ein bisschen flexibler. Das Upper-Material ist wunderbar weich, passt sich wie fast alle Schuhe aus der neuen Mizuno-Kollektion wunderbar eurem Fußbett an. Zwar immer noch sehr, sehr schmal geschnitten für schmale Füße, aber das Upper macht es wirklich relativ leicht, da auch mit verschiedenen Fußformen sich zurechtzufinden. Ist an der Innenseite verstärkt hier vorne über eine PU-Schicht, die euren Vorderfuß da drin hält. Hier für den Volleyballspieler auch sehr interessant. Auch bei weiten Ausfallschritten, hat man über diese kleinen Gummi-Vorsprünge hier weiterhin Grip. Von außen sieht man, warum es ein klassischer Volleyballschuh ist. Ja? Hinten relativ hoch geschnitten, das heißt optimal für eure Abrollbewegungen geeignet. Die Waveplatte läuft hier einmal komplett durch den Schuh durch. Man sieht sie hier im Zwischensohlenmaterial, sieht man sie durchlaufen, bietet weiterhin einen sehr, sehr guten Bounce-Effekt. Der euch nach vorne treibt und gerade beim Absprung auch über einen zusätzlichen Kick-Button, der hier unten eingebaut ist, noch verstärkt. Am Sohlenmaterial hat sich relativ wenig geändert. Das heißt, vorne ein sehr flexibler Vorderfuß, ja, für schnelle Abrollbewegungen und Antritte. Gerade in der Geradeausbewegung sehr, sehr gut. Zwar auch stabil mit einer guten Außenkante hier vorne, die eure Bewegungen nach diagonal nach außen auch stabilisiert, aber bei weitem nicht so stabil und steif wie andere Handballschuhe zum Beispiel. Auch die Mittelsohlenkonstruktion ist bei weitem nicht so steif wie bei zum Beispiel einem Wave Stealth 4 aus der Handballrange. Auch hinten hat sich nicht viel verändert. Hier wieder diese kleinen Vorsprünge, die den Grip nochmal verstärken und auch die Ferse sehr stabil auf dem Boden halten. Dieser Schuh ist aber wirklich vor allen Dingen für den Vorwärtsdrang geeignet. In den seitlichen Bewegungen hat er teilweise ein bisschen Probleme in der Stabilität, auch durch diesen hohen Aufbau, und diese große Lücke zwischen Vorderfuß und Hinterfuß. Der Wave Lightning Z4 hat nach wie vor seine Berechtigung im Handball. Ohne Frage, leichter Schuh, Speedschuh, kann auch im Handball getragen werden. Aber trotzdem bin ich persönlich kein großer Fan davon, diesen Schuh einem Rückraumspieler zu empfehlen oder einem Kreisläufer, da wo viele Zweikämpfe geführt werden, da wo man viel Stabilität, vor allen Dingen auch in der Seitwärtsbewegung braucht. Dafür ist der Schuh einfach im Mittelfuß leicht zu instabil. Auch durch diese hohe Ferse kommt Instabilität auf im Mittelfußbereich. Für schnelle Außen oder auch mal für einen Torwart mit einer guten Technik kann dieser Schuh auf jeden Fall getragen werden. Für alle anderen würden wir ihn wahrscheinlich nicht empfehlen. Sehr schmaler Schuh, auf jeden Fall nichts für breite Füße und auch nicht für mittel- und normalbreite Füße. Das heißt, da ein bisschen drauf achten. Schmal geschnitten muss er sein. Ansonsten Positionen klar definiert, links außen, rechts außen, vielleicht auch mal ein Torwart. Wir freuen uns auf eure Kommentare, eure Meinungen auf weplayhandball.de, auf unserer Facebook-Seite und natürlich hier in unserem YouTube-Channel. Bis zum nächsten Mal.